Okay, die nächste Frage ist, warum eine der häufig gestellten Fragen, die man vor allen Dingen hierzulande hört, weil hier gerne, sehr gerne Schweinefleisch gegessen wird, warum dürfen Muslime kein Schweinefleisch essen? Und weil auch meistens der letzte Muslim, der vielleicht absolut gar nichts von seiner Religion praktiziert, aber der isst trotzdem kein Schweinefleisch, in den meisten Fällen. Die Antwort ist ganz einfach, man kann sagen, wir essen kein Schweinefleisch, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns dies verboten hat. Soweit ich weiß, ist das in Surat al-Ma'idah, Surat 5. Hurrimat alaikum al-maytatu wa dammu wa lahmu al-khinzir. Verboten ist euch das, Tote, also zum Beispiel ein Tier, was hingefallen ist, da darf man nicht mehr von essen, oder Blut und lahmu al-khinzir, das Fleisch vom Schwein. Das reicht uns als Muslime, reicht das natürlich, weil wir wissen, dass alles, was Allah uns verboten hat, dass es gut für uns ist, wenn wir uns davon fernhalten, wenn wir es vermeiden. Und wir wissen, dass alles, was Allah uns geboten ist, dass es gut für uns ist, wenn wir es durchführen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Gläubigen im Koran, indem er sagt, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Und auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid. Das heißt, wenn wir Gläubige sind und Allah hat das verboten, wissen wir, dass es gut für uns ist, dass wir uns davon fernhalten. Allah sagt an anderer Stelle im Koran, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du elend bist. Und so ist es mit allen Verboten und Geboten. Wir sagen als allererstes, weil es im Koran steht. Und wenn es im Koran steht und Gott ist allweise, weiß am besten, was für uns gut ist und was für uns schlecht ist, dann muss diese Sache, das Schweinefleisch, schlecht für uns sein, sonst hätte Gott das nicht verboten. Ob wir das erkennen oder nicht. Ich gebe ein Beispiel, das ich des Öfteren schon gegeben habe. Wenn beispielsweise ein Vater mit seinem Kind zum Arzt geht, das ist ein kleines Kind, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, und das Kind soll eine Spritze bekommen, dann wird das Kind schreien und Angst haben. Aber in dieser Spritze ist ein Impfstoff. Oder in dieser Spritze ist ein spezielles Heilmittel. Aber das Kind wird schreien, es wird sagen, nein, bitte nicht, nicht diese Spritze, und wird Angst haben, wird vielleicht weinen. Aber wir als Erwachsene, wir werden das Kind dazu zwingen, diese Spritze zu bekommen. Oder der Arzt, je nachdem. Warum? Weil wir weiser sind als das Kind und wissen, dass dieser Heilstoff bzw. der Impfstoff einen Nutzen hat für das Kind, aber das Kind kann diesen Nutzen nicht erkennen. Genauso bei uns mit allen Verboten, die wir sehen, im Koran oder in der Sunna, sagen wir, in einigen Fällen sehen wir die Weisheiten ganz eindeutig, zum Beispiel Drogenkonsum. Drogenkonsum ist verboten im Islam. Jeder logisch denkende Mensch wird sagen, ja okay, das ist eine logische Konsequenz, denn wir sehen, was durch Drogenkonsum, welch Unheil dadurch geschieht. Aber in anderen Dingen, die verboten sind oder geboten sind, sehen wir die Weisheit vielleicht nicht auf den ersten Blick. So ist es auch mit dem Schweinefleisch. Auf den allerersten Blick ist der Schaden, der da drin steckt, nicht zu erkennen. Aber davon abgesehen, ob wir den Schaden erkennen können oder gar nicht erkennen können, vertrauen wir auf Gott. Aber im Falle vom Schweinefleisch ist es so, dass wir durch die moderne Wissenschaft festgestellt haben, und das ist ein Beweis für den Koran, dass Gott dies im Koran verboten hat. Gott wusste dies, bevor wir durch moderne Wissenschaft festgestellt haben, welchen Schaden das Schweinefleisch anrichten kann. Ja? Hier die moderne Wissenschaft, die aus dem Buch Bioenergietherapie von Keimer mit Y, Schmettmann mit DT und Reinhold, ja? Also Bioenergietherapie von Keimer, Schmettmann, Reinhold. Überschrift: Schweinefleisch, nichts für eine gesunde Ernährung. Hier steht, Schweinefleisch ist während und nach einer Therapie absolut verboten. Das ist jetzt von Nichtmuslimen geschrieben. Ja? Das betrifft nicht nur das Schweineschnitzel, sondern auch alles andere, was mit Schweinefleisch hergestellt wird. Jegliches Schweinefleisch, Wurst mit Schweineanteilen, Speck, Schinken, etc., warum sind wir so strikt? Warum ist eine absolute Einhaltung des Schweinefleischverbotes so notwendig? Die reden jetzt über ihre Therapie. Jetzt kommt die Beantwortung. Weil Schwein für den Menschen hochtoxisch, also hochgiftig ist. Er sagt, der Nichtmuslim, hochtoxisch, hochgiftig ist. Das hat vielerlei Gründe.
Schweinefleisch hat einen sehr hohen Fettgehalt. Selbst sogenanntes mageres Schweinefleisch enthält noch große Mengen an Fett. Da dieses im Gegensatz zu anderen Fleischsorten, zum Beispiel Schaf oder Rind, auch intrazellulär angereichert wird. Schweinefleisch hat einen hohen Cholesteringehalt. Also ich wiederhole nochmal kurz, damit man es nochmal richtig hört. Schweinefleisch hat einen sehr hohen Fettgehalt. Selbst sogenanntes mageres Schweinefleisch enthält noch große Mengen an Fett, da diese im Gegensatz zu anderen Fleischsorten, zum Beispiel Schaf oder Rind, auch intrazellulär angereichert wird. Schweinefleisch hat einen hohen Cholesteringehalt. Schweinefleisch enthält ein Eiweiß, das aufgrund seiner Struktur eine hohe Verwesungsrate hat. Es geht sehr schnell in Fäulnis über. Die dabei entstehenden Fäulnisprodukte belasten Darm, Lymphe, Blut und Ausscheidungsorgane erheblich. Die Eiweißstruktur des Schweinefleisches ist derjenige des menschlichen Fleisches ähnlich. Dadurch wird es bei der Verdauung vom Abwehrsystem nicht als Fremdkörper erkannt, sondern kann leicht durch die Darmwand ins Lymphsystem und ins Blut gelangen, mitsamt seinen Eiweiß-Fäulnisprodukten und Toxinen. Toxine heißt Gifte. Ja? Schweinefleisch hat eine negative Wirkung auf das Bindegewebe, in Klammern, Aufquellen infolge schwefelhaltiger Verbindungen. Schleimsubstanzen des Schweinefleisches werden in Sehnen, Bändern und Knorpeln eingelagert. Dadurch entstehen typische Erkrankungen wie Rheuma, Arthritis, Arthrose, Bandscheibenschäden. Schweinefleisch enthält eine hohe Histaminkonzentration, die höchste der Schlachttiere. Histamin ist jedoch der stärkste Auslöser allergischer Reaktionen. Es unterstützt auch entzündliche Prozesse wie Abszesse, Furunkel, Darmentzündung, Venenentzündungen, aber auch entzündliche Hauterkrankungen wie Ekzeme. Ein mit Schweinefleisch ernährter Körper ist weniger stressbelastbar und neigt deswegen eher zu Magengeschwüren und zum Herzinfarkt. Die Gifte des Schweinefleisches stören Nervenfunktionen und damit alle anderen Funktionen des Organismus. Wiederhole. Die Gifte des Schweinefleisches stören Nervenfunktionen und damit alle anderen Funktionen des Organismus. Insgesamt ist das Schwein in der Massentierhaltung ein krankes, verseuchtes Tier, das ist bei den sogenannten Bio-Schweinen nicht wesentlich anders. Ich denke, diese Antwort müsste eigentlich jedem reichen. Zur Unterstützung, wenn beispielsweise ein Christ etwas auf dieses Thema eingeht, dann sagen wir zu ihm: Erstens, Jesus hat nie Schweinefleisch gegessen, denn er sagt laut Matthäus 5, Vers 17, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz der Propheten im Alten Testament zunichte zu machen, zu abrogieren, sondern zu erfüllen. Und wer auch nur ein einziges Gesetz, das gewesen ist, von diesen Gesetzen abrogiert, der wird im Himmelreich der Kleinste genannt werden. Das laut Bibel, soll Jesus laut Bibel gesagt haben. Das sagen wir nur für einen Christen eventuell, für einen Christen, der die Bibel ernst nimmt. Dann sagen wir, wenn Jesus das sagt in Matthäus 5, Vers 16, 17, dann müsstest du das normalerweise ernst nehmen. Und er hat nie Schweinefleisch gegessen. Und im Alten Testament lesen wir, weil viele Leute sagen heutzutage, ja, Schweinefleisch war früher verboten, weil es früher keine Kühlschränke gab und weil das schnell verwest ist. In der Bibel und im Koran steht nicht, Schweinefleisch ist verboten, weil es keine Kühlschränke gibt oder gab, sondern dort steht drin, dass Schweinefleisch verboten ist. In der Bibel kommt noch eine andere Begründung dazu, die werde ich gleich nennen. Wir sehen moderne Wissenschaft, was die moderne Wissenschaft sagt, von Nichtmuslimen bestätigt, das, was wir vor 100 Jahren nicht gewusst haben. Und Gott alleine weiß, weil er der Allweise ist, der Allwissen ist, welche Krankheiten noch im Schweinefleisch stecken. Jetzt in der Bibel, was lesen wir da? In der Bibel steht nicht, Schweinefleisch ist verboten, weil es keine Kühlschränke gibt, sondern in der Bibel steht, ihr sollt für unrein halten das Schwein. Warum? Unrein. Warum? Weil es zwar gespaltene Klauen hat und Paarzeher ist, aber nicht Wiederkäut. Ihr dürft von ihrem Fleisch nicht essen und ihr Aas nicht berühren. Ihr sollt sie für unrein halten. Das steht in der Bibel. Und in der Bibel steht nicht wegen Kühlschränken, sondern steht, weil sie also gespaltene Klauen haben. Weil ein Schwein gespaltene Klauen hat und Paarzeher ist, aber kein Wiederkäuer ist. Das dazu, das ist die Antwort
die wir darauf geben, auf diese Frage.